Das letzte Video, 22 Fakten über mich, liegt jetzt schon über 6 Jahre zurück. Das ist natürlich eine ganze Menge Zeit und seitdem hat sich einiges geändert. Und was, das werde ich euch jetzt zeigen. Intro. Fakt 1. Name. Daran hat sich jetzt nicht wirklich viel geändert. Mein Name ist Michael und Master Jam nutze ich weiterhin als Künstlernamen im Internet. Fakt 2. Alter. Ja, die Zeit bleibt leider nicht stehen und zum Upload-Datum dieses Videos bin ich gerade 26 Jahre alt. Fakt 3. Größe. 20 cm. Achso, das, 1,86 Meter. Fakt 4. Die Haarsträhne. Seit über 8 Jahren nun laufe ich mit dieser Haarsträhne rum. Sie ist die meiste Zeit rot, war aber auch mal blond, blau und grün. Sie ist zu meinem Erkennungsmerkmal geworden und lässt sich auch schon in meinem Logo wiederfinden. Außerdem lässt sie mich immer ein bisschen punk fühlen. Fakt 5. Augenfarbe. Grün. Können diese Augen lügen? Fakt 6. Musik. Hauptsächlich schlägt mein Herz für die Toten Hosen. Wer hätte das gedacht? Ich bewege mich damit hauptsächlich in der Punkrock-Welt und höre damit auch so Bands wie die Donuts, die Broilers, die Rogers, Schmutzki, Adam Angst und auch viele andere. Wir sind Schmutzki und das ist das neue Video von Master Jam. Ich schreibe halt mein Leben auf und ich mein. Aber auch für Deutschrock schlägt mein Herz. Dazu zählen Bands wie Onkelz, Rammstein, Kerbholz, Unantastbar und noch viele weitere. Für viele sind Deutschrock-Konzerte und Festivals immer eine politische Veranstaltung, für mich ist es einfach nur Rockmusik. Fakt 7. Lieblingsessen. Mist, den Punkt habe ich vergessen und aus Versehen erst beim Abbauen bemerkt. Die Antwort ist Lachs-Nigiris mit Sojasauce und Wasabi. Fakt 8. Hobbys. Filme machen, was mittlerweile auch mein Job geworden ist. Oh, und Filme gucken. Und dann noch Konzerte und Festivals. Und Videospiele. Und verreisen. So viel wie möglich verreisen und so viele Sachen sehen wie nur möglich. Jeder Tag ist ein neues Abenteuer und sollte neu genutzt werden. Fakt 9. Jobs. Ich habe 2 Ausbildungen gemacht. Eine zum Maler und Lackierer und die andere zum gestaltungstechnischen Assistenten für Medien und Kommunikation. Zurzeit arbeite ich als Freelancer für den guten Trashy und ein paar andere coole Leute. Es ist nicht viel, was ich verdiene, aber es reicht zum Leben und mehr will ich auch gerade nicht. Und ich bin so glücklich wie nie zuvor. Fakt 10. Die Sache mit Apple War Pictures. Apple War Pictures hat sich 2009 in mein Leben gebohrt und einfach alles auf den Kopf gestellt. Seitdem habe ich viel mehr Freunde, einen neuen Job und viel mehr Selbstvertrauen. Mit Chan und Tenz bin ich immer noch sehr gut befreundet und ich hoffe, dass das auch für immer so bleiben wird. Und ja, ich stehe für immer für eine letzte Folge Final Frustration zur Verfügung, auch wenn das noch 60 Jahre dauern sollte. Fakt 11. Fotografie. 2015 habe ich bei den Jungs von Schmutzki zum allerersten Mal ein Konzert fotografiert. Seitdem fotografiere ich Konzerte, nackte Frauen, angezogene Frauen und viele andere Dinge. Für diese Fotografiearbeit habe ich sogar eine eigene Instagram-Seite. Sie heißt Master Jam Fotografie. Ihr könnt jetzt eben das Video anhalten, um euer Smartphone rauszuholen und ihr eben zu folgen. Keine Sorge, hier passiert nichts. Ich warte so lange eben auf euch. Habt ihr? Fakt 12. Fotos. Ich bemühe mich nicht nur um professionelle Fotografie, sondern mache auch noch vom Herzen gerne Fotos. Von meiner Geburt an habe ich diese 10 Fotoalben vollbekommen, die zuerst meine Eltern geführt haben und seit 2008 ich selber. Jedes Jahr entwickle ich das Best-of meiner Bilder, an die ich gute oder auch schlechte Erinnerungen habe und fülle damit ein solches Buch. Das müssten mittlerweile echt so um die 5000 Fotos sein. Fakt 13. Beziehungsstatus. Ich hatte in meinem Leben bisher 3 richtige Beziehungen. 11 Monate, 3 Jahre und 1 Jahr. Und alle 3 sind irgendwann früher oder später komplett in die Hose gegangen. Trennungsgründe waren immer wieder Auseinanderleben, dass ich zu emotional bin oder man hat einfach sofort den nächstbesseren gefunden. Ich bin ein Mensch, der so emotional ist, dass mich solche Trennungen immer in tiefe Abgründe reißen. Deswegen bin ich jetzt erstmal Single. Und das soll jetzt auch erstmal eine ganze Weile so bleiben. Fakt 14. Der Kerl ist naiv. Ich bin verdammt naiv und checke manchmal die offensichtlichsten Anzeichen nicht. Nein, nein, im Ernst, wenn ihr mal vorhabt, mich anzubaggern, nehmt gefälligst Leuchtraketen und Bengalos mit, sonst verstehe ich das nicht. Ich habe vor kurzem auf einem Festival eine junge Dame kennengelernt, mit der ich dann ein bisschen Zeit verbracht habe, wo meine Freunde alle sagten, yo, Michi, hau rein, die steht ja voll auf dich. Und wo ich mir sagte, Alter, die macht doch überhaupt nichts, wie kommt ihr denn da drauf? Und ohne Scheiß, ich habe es erst gecheckt, als wir zusammen im Zelt waren und sie sich vor mir den BH ausgezogen hat. Erst dann wusste ich, dass sie wirklich was von mir möchte. Da war in meinem Kopf in dem Augenblick so geschnallt. Manchmal wundere ich mich, dass ich überhaupt schon in eine Beziehung reingehen konnte. Fakt 15. Lieblingstier. Zapfhahn. Fakt 16. Lieblingsgames.
Alle drei Xenoblade Chronicles Teile für Wii, Wii U und die Switch waren bisher meine absoluten Lieblingsgames. Xenoblade Chronicles ist sogar der Grund, warum ich mir eine Nintendo Switch gekauft habe. Bisher habe ich noch keine weiteren Spiele dafür. Außerdem noch Zelda Hyrule Warriors, das ich mit meiner Ex-Freundin damals über 500 Stunden gespielt habe. Hab dich lieb, Hina, diese Zeit werde ich nie vergessen. Fakt 17. Lieblingsfilme. Ach, so viele. Immer noch Scott Pilgrim, ungeschlagen auf der 1. Dann noch alle möglichen Marvel-Filme, die 4 Rambo-Teile, The Expendables und alles mögliche, was mir der Dopo immer wieder in Community-Previews zeigt. Fakt 18. Lieblingsserie. Ich bin mit Dragon Ball Z aufgewachsen. Und Dragon Ball Super ist die mit Abstand beste Serie, die ich in meinem Leben sehen durfte. Mein 12-jähriges Ich, das jeden Tag auf RTL 2 Dragon Ball Z geguckt hat, kriegt als Erwachsener genau das, was es sehen wollte. Bis zur letzten Minute spannend ohne Ende und es gibt keine Serie, die nur ansatzweise da dran kommt. Dankeschön. Fakt 19. Lieblings-YouTuber. Habe ich in dem Sinne nicht mehr. Ich schaue nicht mehr viel YouTube. Was ich zwischendurch mal gucke, ist Julian Bam, Trashy, Worldwide Wohnzimmer und neuerdings auch die Ostboys. Fakt 20. Lieblingsspruch. Gute Dinge passieren nicht immer denen, die warten, sondern verdammt nochmal denen, die aufstehen und etwas dafür tun. Mann, das war so ein Pseudospruch, weil meine ganze YouTube-Karriere eigentlich nur auf dem Glücksfall basiert. Aber gut. Fakt 21. Dinge, die ich hasse. Politessen, Leute, die auf der Autobahn nicht blinken, Gedichtanalysen und viele, viele weitere Dinge. Ich könnte ewig so weitermachen, aber dafür habe ich ja ein eigenes YouTube-Format. Das Hassalphabet. Fakt 22. Und nun? Zum Upload-Zeitpunkt dieses Videos hier befinde ich mich gerade auf dem Weg nach Amerika, gemeinsam mit Min und Mr. Trashbag. Ich versuche dort etwas die Zeit zu genießen und neue Ziele zu erreichen. Ich werde, solange ich lebe, weiterhin lustige Witze, Festival-Vlogs, Kurzfilme, die in meinem Kopf rumschwirren und viele, viele andere Dinge auf YouTube umsetzen. Das werde ich so lange machen, bis auch der letzte von euch mich deabonniert hat. Denn dafür lebe ich und das liebe ich. Wenn du noch weitere Fakten über mich wissen möchtest, dann wirst du mir jetzt wohl oder übel eine Frage in den Kommentaren stellen müssen. Dort werde ich sie dir gerne beantworten. Natürlich kannst du deine Frage auch jederzeit auf Twitter und auf Instagram loswerden. Vergiss aber auch nicht den Daumen hoch und das Abo, wenn ich dir gefalle. Bis demnächst. Bist du bekloppt? Und nicht plemplem, dann abonniere Master Jam.